Ja, also da ist gestern mein iPhone samt Stativ hineingepurzelt an dieser Stelle, weil wir wollten nämlich ein Selfie machen von dieser schönen Kulisse, von der Wurstküche und uns. Und ja, in dem Desaster, das habt ihr ja mitbekommen, ist es dann geendet. Aber mein neues, es hat ungefähr 2 Stunden gedauert, bis es wieder ganz das alte war. Und wie kann das sein? Also 16:45 ist es versunken, mein altes. Um 17:30 in meinen Telekom-Laden reinspaziert, haben ein neues iPhone organisiert, eine neue SIM-Karte. Der hat mir die sofort freigeschalten. Und aus meinem iCloud-Backup haben wir alle Apps, alle Daten, alles, was so dieses digitale Leben so in sich hat, wieder drauf spielen können. Mit einem, zwei, drei Klicks war das dann passiert. Und ganz wichtig für uns ist natürlich die iCloud-Fotomediathek, die hat bis auf das letzte Selfie alle Bilder gesichert, der lädt es ja sofort hoch. Also ich kann euch nur empfehlen, falls ihr iPhone habt oder iPads, die ihr versenkt, macht vorher iCloud Backups wie die Wilden, weil das ist euer Leben. Kann man einfach nicht vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn wir kein iCloud Backup gehabt hätten. Also super, Apple, toll. Jetzt ist es wie alt mein neues iPhone.